Die Not a Boring Competition von Elon Musk dieses Jahr zielt darauf ab, auf den Bedarf an Innovationen in der Tunnelbohrtechnologie hinzuweisen und Nachwuchsingenieurinnen und Ingenieure auf dieses Feld aufmerksam zu machen und Interesse zu erregen. Wir von TUM Boring Innovation and Tunneling haben als rein studentisches Team innerhalb weniger eines Jahres eine voll funktionierende Tunnelbohrmaschine gebaut und in Betrieb genommen. Als Studierendeninitiative sind wir natürlich sehr stark auf unsere Partner aus Industrie und Wirtschaft angewiesen. Und wir sind sehr, sehr schnell zu LAB gekommen. Uns hat dort überzeugt die Erfahrung in diesem Sektor und auch diese sehr, sehr breite Produktpalette, aus der wir wählen konnten. Wir bei LAB kooperieren immer sehr gerne mit Hochschulen und Universitäten. Umso mehr haben wir uns gefreut, als die TU München bei uns angeklopft hat. Hochrenommierte Universität und außerdem auch eine, die bei anderen Elon Musk-Wettbewerben schon große Ziele erreichen konnte. Ich glaube, die Probleme von dem aktuellen Mobilitätskonzept kennt jeder. Die einzige Alternative dafür ist, unter die Erde zu gehen und das Ganze wirtschaftlich und effizient und schnell wie möglich zu gestalten. Wir bei LAB engagieren uns für den Bereich Zukunftstechnologien, wie zum Beispiel innovative Mobilität in Megacities. Und in genau diese Kerbe schlägt das Projekt der TU München. Und von daher passt es sehr, sehr gut zu DNA von LAB. Die Applikation ist sehr herausfordernd, weil die Tunnelbohrmaschine, die die Studenten entworfen haben, aus mehreren Segmenten besteht. Und die müssen während des Bohrvorgangs miteinander verbunden werden, nämlich auf der Strom- und der Datenseite. Und das passt gut zu unserem Anspruch bei LAB, nämlich hochanspruchsvolle Konnektivitätslösungen anbieten zu können. Die größte Herausforderung im elektrischen Bereich bei unserem Projekt war der sehr begrenzte Bauraum für die elektrischen Komponenten und die Tatsache, dass sich unser Design des Öfteren geändert hat und wir somit reagieren und auch die elektrischen Bauteile ändern mussten. LAB hat uns sehr viel weitergeholfen. Zum einen hat LAB mit dem Steckerkonfigurator ein Tool geschaffen, das es uns ermöglicht hat, die Steckergehäuse selbst zu designen und somit perfekt an unseren Anwendungsfall anzupassen. Darüber hinaus hat LAB eine Vielzahl an unterschiedlichen Leitungen und somit konnten wir die perfekt passenden Leitungen für unseren sehr beschränkten Bauraum auswählen. Um das Projekt optimal zu unterstützen, war es für mich jetzt wichtig, den System- und Lösungsgedanken, den wir bei LAB fahren, hier mit einzubringen. Das heißt, optimal aufeinander abgestimmte Komponenten zu verwenden. In der Tunnelbohrmaschine sind Netzwerkkomponenten verbaut, wie zum Beispiel Netzwerkkameras, die mit Power over Ethernet versorgt werden müssen, und zwar über ganz lange Strecken. Von daher war es wichtig, die Switche, die Leitungen und die Stecker aufeinander abzustimmen, um die hohe Performance zu gewährleisten. Ich habe die Zusammenarbeit als sehr, sehr angenehm empfunden, einfach weil wir dort Ansprechpartner gefunden haben, die mit sehr, sehr viel Geduld und Kreativität unsere Konzepte aufgenommen haben, die doch sehr neu sind und damit diesen Part mit etablierten Lösungen vom Markt kombiniert hatten, um so ein funktionierendes System zu erschaffen. Bei der Zusammenarbeit mit der TU München haben wir ganz, ganz schnell gemerkt, wieso diese Uni als Talentschmiede gilt. Es waren so viele engagierte, motivierte Leute aus den verschiedensten Bereichen, von Elektroplanung über Maschinenbau bis Luft- und Raumfahrttechnik, Marketing, IT an dem Projekt beteiligt, die sich sehr, sehr motiviert eingebracht haben. LAB würde sehr gerne weitere Uni-Projekte unterstützen, weil so eine super Zusammenarbeit schafft immer eine tolle Brücke zwischen Wissenschaft und Praxis. Aus unserer Sicht ist das Konzept der TU München sehr innovativ und es besitzt durch unsere Komponenten zuverlässige Verbindungslösungen.